Ja, und wen rufen denn diese Verrückten, wen rufen die denn an? Sind die etwa dem Schänder der Elemente zuzuordnen oder ist das gar nicht klar? Oder sind das einfach nur komplett Verrückte? Also komplett Verrückte, so sieht es aus, aber sie haben sich auf diese 8 Märtyrer eingeschossen, also diese Garreter, die dann nach Bosparan damals gegangen sind und dort dann umgebracht wurden. Ja, eine wahre Heldentat. Ja, Haben Sie und sonst noch irgendetwas erwähnt? Irgendwas Außergewöhnliches? ach, sie verdrehen die Natur der Götter in ihren Geschichten und dichten ihnen ganz schlimme Sachen an, so wie, ja, die Götter töten sie und schicken sie dorthin und die Götter sind irgendwie ganz eifersüchtig und bringen deswegen Sterbliche um. Die Also Götter auf die Sterblichen? Was ist das denn für ein Gerücht? richtig Also wirklich. ketzerisches Zeug. Ich habe all das schon mehrmals gehört. All das klingt viel zu bekannt, viel zu. Haben Sie Ihren Glauben irgendeine Form gefasst? Irgendetwas Außergewöhnliches erwähnt? Namen oder fällt euch Also, irgendetwas Besonderes ein? viele von diesen Zeloten geben sich die Namen von den Märtyrern. Und dieser Goldschmied, der bekam auch von einem Prajoten und Rondrianer geraubtes Tempelgut gebracht und sollte es einschmelzen. Was denn für ein Tempelgut? Aus Preios-Tempeln. Was? Verschiedenen. Ja, wirklich. Aus Wahrlich, eine jeder Tempel Faszination aus für Preios. Gold. Nicht ungewöhnlich. Es hat Plünderungen gegeben. Ja, Aber schockt. wir sollten nicht zu lange hier oben bleiben. Lasst mich kurz diese Wesenheiten untersuchen. Es dauert ein wenig. Ich muss meine Kräfte sammeln. Natürlich, ich habe tatsächlich noch etwas zu tun. Wenn ihr möchtet, bleibe ich bei euch oder ich kann euch auch für einige Zeit in Ruhe lassen. Es wird nur einige Minuten dauern. Ich muss mich nur konzentrieren. Ich halte Ausschau auf die priesterkaiserliche Nora-Lexakrale so lange nicht, dass ein weiterer Plünder ihre Schätze beraubt. Aber mit ein bisschen Abstand vom Dach. Wir müssen hier auf sich nur mal sicher gehen. Gewiss doch. Ja, so trete ich vor und spreche meine Zauberformel, meine erste. Den Odem Arcanum Senserei weht da ein Hauch von Zauberei. Das Ganze gefolgt von einem Analys und schließlich einem Oculus Astralis. Und so stehe ich da eine ganze Weile. Streich mir über meinen nicht vorhandenen Bart. Ich rasiere mich natürlich. Interessant, sehr interessant. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber, Habt ihr auch diese Fädenspur bemerkt? Ja, es ist schwierig zu beurteilen. Es ist fast, als wären es Feen, die von etwas Dämonischem überfallen wurden. Es fast mit Fesseln umklammert sind, als wäre ein Pakt an eine Fee gebunden. Doch ich sehe, dass die beiden Magien miteinander kämpfen. So Und etwas gibt es? das Dämonische unterliegt. Ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass verschiedene Arten von Magie gegeneinander wirken. Und es ist durchaus dokumentiert, dass verschiedene Wesenheiten miteinander im Konflikt stehen. Die bekanntesten Beispiele sind natürlich, dass Drachen und Feen sich nicht verstehen und Elementare und Dämonen miteinander Krieg führen, doch. Davon hörte sogar ich alle schon mal, ja, dass die Elementare gar schlecht auf die Dämonen zu sprechen sind. Es sind viele Merkmale zu erkennen. Es ist das Dämonische zu erkennen, die Herbeirufung, ihr Einfluss, sogar ein wenig Limbus und Verständigung. Ach, wer auch immer diese Wesen geschaffen hat, sie sind atemberaubend, so delikat und doch kompliziert. Das heißt, was ihr aus eurer Analyse gefunden habt, ist, dass die Konstrukteure der fliegenden Festung
irgendwelche Feenmagie genommen haben oder vielleicht sogar Feen selber und sie dämonisch pervertiert haben? Und das sind jetzt diese Gargüle? Aber ich denke, die werden doch irgendwie geschaffen. Nun, ja, sie werden geschaffen, doch es ist möglich, Dämonen... wie erkläre ich das am besten? Es ist möglich, Wesenheiten zu erschaffen, die sich fortpflanzen können. Ähnlich wie, ihr kennt doch Harpien. Sie also nicht persönlich, aber ja. Ursprünglich, wir nehmen es an, dämonische Erschaffung, doch mit dem Laufe der Generationen war es möglich, dieses Dämonische auszutreiben. Ich denke, jemand hat hier versucht, etwas zu binden und zu pervertieren. Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sind, sich fortzupflanzen oder ob dies die erste Generation oder eine andere ist. Ich denke, ich muss es weiter untersuchen. Vielleicht alle 4 bis 5 Tage noch einmal nachforschen, wie sich das entwickelt. Verstehe, aber empfiehlt ihr ein bestimmtes Vorgehen, also eine Austreibung der dämonischen Essenzen aus diesen Gargülen, oder hat das kein Erfolgsversprechen? Ich denke nicht. Sie scheinen mir keine Gefahr zu sein. Und ich sehe das Dämonische und es wird angegriffen. Es wird überwältigt. Das Feische überwiegt es. Wie interessant. Noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt angucken. Wenn wir hier aber öfter hingehen, sollten wir unbedingt die Treppe reparieren lassen. Ich habe mir fast 2-mal den Hals gebrochen. Auf jeden Fall. Was auch immer hier wirkt, das ist nicht negativ für uns. Und das zumindest neutral gesinnt. Das ist doch zumindest einmal gut. Also es ist natürlich nicht schön, dass die jetzt hier sind. Also könnt ihr euch mit diesen Viechern unterhalten? Nun, mit ausreichender Verständigungsmagie sollte es definitiv möglich sein. Eine Blick in die Gedanken. Interessant. Vielleicht können aus diesen sogar Verbündete gegen die Dämonen werden, so wie Elementare es sein können. Es ist möglich. Ich empfehle, wir sollten sie untersuchen weiterhin. Jemand sollte sie im Auge behalten. Wenn sie sich bewegen, muss ich das sofort wissen. Und ich werde in einer halben Woche noch einmal kommen und sie noch einmal untersuchen. Ihr könnt gerne auch jeden Tag vorbeikommen, wenn ihr möchtet. Ich werde den Wachen sagen, dass sie euch vorlassen sollen, wann immer ihr eure Untersuchungen durchführen wollt. Na, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Und ich werde einmal ein wenig Nachforschung anstellen, wie man am besten sich mit Wesenheiten verständigt. Ich war niemals wirklich bewandert in dieser Magie, doch es sollte nicht zu schwer sein, sich das anzueignen. Ich werde einmal in der Bibliothek nachfragen. Vielleicht kann man mir eine Sondergenehmigung erteilen, dass ich mir doch ein Buch leihen darf. Vielleicht können wir damit ja etwas herausfinden. Ich meine, was bei uns nicht vorliegt, das existiert nicht. Das ist wohl richtig. Aber nehmt auch gerne meine Einschätzung, sie sind aktuell keine Gefahr. Gut, habt vielen Dank schon einmal für eure Hilfe. Und Kollege Gorbas, bedient euch gerne auch der Bibliothek der Schwert und Stab. Das ist natürlich ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Oh. Wenn ihr verschlossene Werke braucht, sagt Bescheid. Eure Gesetzestexte haben mich ja schon immer interessiert. Ich hörte, ihr habt die 59. Auflage, die bei uns fehlt. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie wirklich? Fehlt. Ja! Irgendein Bibliothekar hat sie verloren. Das gibt es ja gar nicht. Verliehen? Wusstet ihr, dass Kollege von Erkenstein da gerade dabei ist, die 60. Version zu überarbeiten? Natürlich weiß ich nicht, wie weit die Version gediehen ist, also bis jetzt alles kaputt gegangen ist. Wirklich? Ja. Ich verpasse jetzt zu viel. Ich müsste mal wieder mit meinen Kollegen seinen Tee trinken. Die 60. Das solltet ihr unbedingt tun. Ja, ich sollte öfter mal wieder aus meiner Schreibkammer herauskommen, aber es gibt so viel zu texten und so viel zu malen. Aber ihr kennt das bestimmt. Natürlich, natürlich. Etwas, das zu feiern gilt. Doch, dieser Kult, er geht mir nicht aus dem Kopf. Der Kult, ja, wie gesagt, also ihr könntet euch gern mit diesem Rio später unterhalten. Im Moment unterhalten sich einige andere von uns mit ihm und ich glaube, der Rondrianer wird gerade
herumgeführt. Er wollte uns eine von diesen Statuen zeigen. Ihr müsst nämlich wissen, dass hier von diesen Märtyrern Statuen erbaut wurden. Und die sind alle ein bisschen merkwürdig. Könnt ihr uns denn irgendwelche Anrufungen nennen? Die sind doch meist sehr unterschiedlich für jeden Kult. Gibt es da vielleicht, haben sie irgendwen angerufen? Also, naja. Wie haben sie ihre, und er macht Anführungszeichen, Gottheit denn genannt? Oder sie sprachen von dem Goldenen und meinten wohl Praios, aber das ist ja auch ein bisschen... Den Goldenen? Dem ja. Golden. Und dann wurde er plötzlich blind. Und dann nicht mehr blind. Nicht mehr blind? Ja. Wie nicht mehr blind? Also er verlor sein Augenlicht kurzfristig und dann bekam er es wieder. Was genau hat er gerufen? Ja, also er musste zuerst einmal schwören, die Wahrheit zu sagen. Dann hat er offensichtlich gelogen und verlor sein Augenlicht. Ja. Und dann bat er darum, seinen güldenen Gott darum, ihm das Augenlicht wiederzugeben, und dann konnte er wieder sehen. Güldenen? Was ist das denn für eine seltsame... Oh, ich habe es befürchtet. Das ist doch ketzerisch. Nein, 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 es ist nicht nur ketzerisch, es ist gar schrecklich. Es ist... Sagt, werte Kollege, was wisst ihr über den Herrn der Ratten? Diesen Erzdämon. Eben jenen, nachdem die schrecklichen Tage nach dem Raya benannt sind. Die gottlosen Tage, ja. Ja, gottlosen diese. Tage. Ach, letztes Jahr musste ich mich wieder in meiner Kammer einschließen. Schrecklich. Der Rattengötze, der Erzdämon, der seinen Leuten, seinen Gläubigern Glauben macht, er wäre ein Gott. Und diese erzdämonische Wesenheit steckt hinter dieser Sekte? Es hört sich ganz so an. Ich kann nicht ganz sicher sein, aber alles, was die mir bis jetzt erzählt, es hört sich immer mehr und mehr danach an. Also so langsam macht ihr mir gar Sorgen. Man sollte sich sogar Sorgen machen. Ich hoffe doch, ihr habt diese Verrückten unter Verschluss. Wir sind dabei. Also 20 wurden schon unter Schloss und Riegel 20? Gebracht. Ja, im Kerker hier. Oh, es ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Insgesamt sagen sie, dass sie wohl 30 haben. Sie haben silberne Zungen. Alles, was sie sagen, ist mit Verrat gesät und mit Lügen und Trug. Sie wissen Sachen, die man nicht wissen kann. Und weben Illusionen. Es ist, was? Es war einer der Gründe, warum ich mitgekommen bin nach Jolgomak. Ich wollte mehr herausfinden über diese... wie es möglich ist, Magie zu wirken, ohne Magie zu wirken. Worüber spricht ihr? Ich bin davon ausgegangen, dass es... es ist den schwarzen Magiern in Jolgomak gelungen, Magie zu verbergen, sie gar zu schützen vor feindlicher Magie. Mit einem Schleier, meint ihr? Nein, mit der Protektion des Kantos. Die Anhänger des Rattengötzen, sie sind in der Lage, Dinge zu vollbringen, ohne dass Magie wahrgenommen werden kann. Sie sind paktierend, ohne dass göttliches Wirken auf sie Einfluss hätte, ohne dass irgendetwas sie aufspüren könnte. Tatsächlich. Also, wir sind einer Statue begegnet, bei der wir Kamales Wirken vermutet hatten. Diese hatte nämlich keinen Schatten, aber offenbar hatte keine Magie. Ach, ja. Ja. Und wir dachten, das ist vielleicht irgendein hexischer Effekt. Nein, 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 nein. Das ist kein hexischer Effekt. Das ist eins der Paktmale. Fexisch. Es ist eins der Paktmale. Ein Paktmal? Bei einer Statue ein Paktmal? Sie haben seltsam verfärbte oder gar fehlende Gliedmaßen. Sie sprechen immer in Lügen, ohne dass irgendjemand ihnen nicht glauben könnte. Es ist... Jetzt, wo ihr es sagt, dieser Goldschmied, der hatte keine großen Zehen. Und das wohl eindeutigste ist, dass sie die Farbe Purpur tragen. Purpur?
Diese Zelotin, die sich heute umgebracht hatte, hatte so einen Dolch, der diese Farbe hatte. Wir haben ihn im Pentagon-Tempel weggeschlossen. Meine Meisterin erzählte mir einst von einem Vorfall, den sie selbst erlebt hatte. Sie hat einige dieser Kultisten aufgespürt. Alle waren sie gekleidet in lange purpurne Roben und sie haben versucht, ein junges Mädchen zu opfern. Also, sie führen Blutmagie-Rituale durch? Ich weiß es nicht, sie opfern sich, doch das Schlimmste war, meine Meisterin konnte das Mädchen retten, nur dass sie sich am Ende selbst umgebracht hat. Genau wie die Verrückte heute. Sie hat sich selbst gerichtet. Das ja, vor den Augen einer Menge. Gar lästerlich. Ja, das sagte Bruder Skygum auch. Herr Boron ruft uns zu sich, nicht Herr andersrum. Also, ich weiß, dieser Kult sind meistens das Vorhandensein von Gold, meistens falschem Gold. Sie können Illusionen wirken, die Gold erscheinen lassen. Die meisten dieser Statuen hatten so ein goldenes Element. So ein Kettenglied. Und das wichtigste Zeichen ist Ratten. Überall Ratten. Denn sie sind seine Boten, seine Speer, Krankheitsüberträger. Sie sind zwar keine Dämonen, aber sie könnten gar mindere Dämonen sein. Ihr macht mir richtig Sorgen. Ja, jetzt, das hört sich wirklich viel schlimmer an, als wir erst gedacht hatten. Wir dachten erst, dass das vielleicht irgendwelche verwirrten Leute sind, denen die Schlacht nicht bekommen ist und die deswegen durchgedreht sind. Es ist nicht ganz klar, was diese Wesenheit, dieses Erzdämon ist. Hat er doch keinen Erzfeind unter den Zwölfen? Oder sie oder es? Es ist klar. Doch eine Sache ist mir in Jolgomak deutlich aufgefallen, dass auch unter den anderen Erzdämonen diese Wesenheit keine Freunde hat. Nein, habe ich doch mitbekommen, dass besonders in dieser Stadt Ratten mit einem fast schon fanatischen Eifer gejagt und getötet wurden. Also denkt ihr an einen Feind sowohl der heiligen zwölf Götter als auch der niederen Erzdämonen? Ja, meine Herrin sagte mir, dass dieses Wesen, dieser Dämon, ein Feind alles Lebens ist. Und diese Wesenheit beten diese verrückten Leute an? Die müssen wir alle auf den Scheiterhaufen bringen. Auf die Streckbank und dann auf den Scheiterhaufen. Jawohl, wie es die Inquisition befiehlt. Sie werden gestehen und dann werden wir sie verbrennen. Ich kann dazu leider keine Expertise geben. Mir ist kein einziger Fall bekannt, wie man eine Person, die mit dieser Wesenheit paktiert, retten könnte. Oder ja, aber wie erkennt wieder zurückbringen also könnte. Nur an fehlenden Gliedmaßen, kein Schatten oder so? Und aber was machen wir mit den ganzen Kriegsversehrten? Wir können ja nicht schlecht jeden, der hier irgendwie verletzt ist, hinrichten lassen. Das ist das größte Problem. Sie sind sehr, sehr schwer zu finden. Man kann sie nicht aufspüren, nicht mit Magie, nicht mit dem Wirken der Götter. Sie sind Meister der Täuschung, Meister der Lügen, des Trugs. Meine Meisterin ist schon seit vielen, vielen Jahren auf der Jagd nach ihnen und es gibt kaum einen Schritt, den sie nach vorne macht damit. Wenn sie jetzt hier in den Vorschein treten, wenn sie so offen agieren, dann fürchte ich, es ist nicht das Letzte, was wir von ihnen gesehen haben.